Bahnhof Rotkreuz, Seite Luzern. Aus Richtung Baselbruck erreicht ein Güterzug Rotkreuz, während ein Interregio Luzern entgegenfährt. Interregios der Gotthardlinie erreichen auf dem Weg nach Luzern-Basel ebenfalls Rotkreuz. Hier befindet sich ein wichtiger Güterbahnhof, wo Güterzüge aus der Zentralschweiz zusammengestellt werden. Basel-Chiasso. Über die Brücke nach rechts geht es Richtung Gotthard. Unter der Brücke hindurch führen die Gleise nach Zug Zürich.
Immensee. Der Voralpen-Express fährt von Luzern nach St. Gallen. Am Zugersee. Am gegenüberliegenden Seeufer verläuft die Bahnlinie vom Zug nach Arth-Goldau. Zwischen Immensee und Goldau. Vor Goldau. Damit der Voralpenexpress die Steilstrecken der Südostbahn überwinden kann, sind an beiden Enden Lokomotiven notwendig.
Die Bahnlinie führt durch schwieriges Gebiet. Die Autobahn weicht mit Brücken und Schleifen aus. Der ETR 610 aus Basel fährt vorbei. Auf der Höhe in der Bildmitte liegt Goldau. Diese Anhöhe ist durch den gewaltigen Bergsturz von 1806 entstanden, der das frühere Dorf eindeckte. Auf den ausgedehnten Schutthalden wuchsen mit der Zeit die heute sichtbaren Wälder. Der Rossberg. Von hier glitten 30 bis 40 Millionen Kubikmeter Fels zu Tal und formten eine neue Landschaft. Hausgrosse Blöcke sind heute noch im Tierpark Goldau zu sehen. Art Goldau. Gegenwärtig wird der Bahnhof umgebaut und Abschrankungen sind unübersehbar.
Der Interregio aus Basel-Luzern ist eingetroffen. Am Goldau ist die nächste Verbindung ICN nach Bellinzona, Jasko, Lugano, Gleis 4. Aus Zürich fährt der ICN ein und einige Passagiere wechseln die Züge. Hier treffen die Linien von Zürich und Basel zusammen. Aus Goldau Ihre nächste Verbindung. Interregio nach Schwyz, Bonn, Bellinzona, Locarno, Gleis 5. Jetzt geht's los. Ohne Halt bis Bellinzona. Und auch der Interregio fährt ab, ohne Halt bis Schwyz. Milano, Zürich.
Zürich, Milano. Der vorausfahrende Güterzug wird zwischen Goldau und Schwyz überholt. Locarno, Zürich. Ein Triebzug der Südostbahn. Eine RS66 vorne und eine RE44 hinten ergeben zusammen das sogenannte RE10-Paket. Die Maschinen entwickeln 10.600 und 6.300 PS, zusammen 16.900 PS. Goldau, Seite Schwyz. Aus der erhöhten Lage beim Ausziehgleis ergibt sich eine gute Übersicht. Auf diesen beiden Gleisen konzentriert sich jetzt der Bahnverkehr Richtung Gotthard.
Weiter geht's Richtung Steinen und Schwyz. Am Berghang im oberen Drittel des Bildes erklimmt ein Zug der Südostbahn die Steilstrecke bis Rothenthurm. Zwischen Goldau und Steinen. Der Blick schweift im Rigi-Massiv entlang zum Lauerzer See. Wir befinden uns am Rand des Bergsturzgebietes. Auch mehr als 200 Jahre nach dem Ereignis sind immer noch eindrückliche Blöcke zu sehen. Blick in die Ebene von Schwyz. Diese kleine Stadt gab der Schweiz den Namen und das Grundmuster für das Schweizer Kreuz. Vor Steinen.
S-Bahn von Zug nach Hersfeld. Nächster Halt, Steinen. Im Hintergrund sind die beiden Mieten zu sehen. Von ihrem Gipfel genießt man tolle Rundblicke. Die Besteigung ist aber nicht ungefährlich. Viele Leute haben hier schon ihr Leben verloren. Zur Abwechslung mal ein kleiner Bauzug. Regionalzug Brunnen-Luzern. Das Rote Haus gehört zum Unterwerk Steinen und ist für die Bahnstromversorgung verantwortlich. Gegenwärtig befindet sich der Bahnhof Steinen im Umbau. Die Züge fahren nahe an den Bahnbenutzern vorbei.
Blick von der Rigi zum Rossberg und nach Steinerberg. Vor Schwyz. An diesem Berghang wird Kalkstein abgebaut und zu Bahnschotter verarbeitet. Am markanten Felsriegel, den die Gleise durchschneiden, haben findige Köpfe einen Klettergarten eingerichtet. Hier können Klettertechniken geübt werden, die nachher in den großen Felswänden angewendet werden.
Bahnhof Schwyz. Wir nähern uns den Alpen. Links der kleine, rechts der große Mieten, knapp 1900 Meter hoch. Wer zu oberst auf dem Gipfel steht, kann fast senkrecht nach Schwyz hinunterblicken. Vor Brunnen wird der Murtafluss überquert. Zur Zeit der Schneeschmelze und bei Hochwasser ist mit der Murta nicht zu spaßen. Über den Wasserlauf führt eine doppelspurige Kastenbrücke.
Koch scheint etwas irritiert. Bahnhof Brunnen. Von Brunnen bis Flüelen durchfährt die Bahn einige Tunnels. Vor allem die Linie Richtung Süden gelangt nur bei Sisikon ans Tageslicht. Die Süd-Nord-Gleise folgen immerhin teilweise dem Seeufer. Ich schlage vor, dass wir die Weiterfahrt Richtung Gotthard mit dem Dampfschiff Uri unternehmen und die Bahnlinie dem Seeufer entlang nachher besuchen.